Willkommen, willkommen zu Starbound mit mir, Peter Bus von Creed.de. Und wie angekündigt, heute mal das erste Mal eine Folge, die sich mit Mods beschäftigt. Und dafür habe ich mir zwei ausgesucht. Einer, der eher kosmetischer Natur ist und nicht wirklich was hinzufügt. Und ein zweiter, der speziell für den kommenden Patchwipe unheimlich nützlich sein wird. Der erste, von dem ich sprach, ist einfach nur Bloodmod von, ich muss nachschauen, die Finder. Link ist in der Videobeschreibung inklusive einer Installationsanweisung und das, was es tut, ist, demonstriere ich doch direkt mal auf diesem Stufe 10 Planeten. Das ändert einfach die Animation von Blut während des Kampfes. Nämlich wird da deutlich was hinzugefügt. Und klar, es ist nicht nötig. Ne? Es ist nichts, wo man jetzt sagt, das hat mir unbedingt gefehlt. Das hat das Spiel jetzt wirklich gebraucht und besser gemacht. Aber ich persönlich finde einfach, es gibt dem Ganzen tatsächlich etwas. Man muss dazu fügen, die Blockanimation produziert auch immer noch Blut. Also selbst wenn ich den Angriff eines Monsters blocke, wird immer noch Blut animiert, was ich später auf meinem Heimatplaneten zeigen kann. Jetzt schauen wir mal gerade, was der weggeschmissen hat. Nicht, dass das irgendwas Tolles ist. Nope, ist es nicht. Macht aber gar nichts. Das ist Mod Nummer 1, den ich zeigen wollte. Und ja, wie gesagt, absolut überflüssig im Grunde genommen. Ich persönlich finde aber, irgendwie gibt es dem Ganzen doch etwas. Und ich denke, ich werde künftig damit spielen, soweit möglich. Oh, die Waffe ist besser als die von dem Boss. Hm, traurig. So, aber der zweite Mod, den ich zeigen will, das ist nämlich der Mini-Dozer-Mod von Skizot. Und wie komme ich an den Mini-Dozer ran? Was ist der Mini-Dozer? Der Mini-Dozer ist ein Tool, das beim Terraforming hilft. Man könnte natürlich auch mit einem Free-Build-Mod arbeiten, aber ich finde den persönlich sehr lustig und hervorragend. Wie kriegt man den Mini-Dozer? Ganz einfach an irgendeine Workbench gehen. Das muss nicht unbedingt die Robotik sein, das ist egal, das geht auch schon mit kleineren. Und dann einfach das Mini-Dozer-Blueprint, das kostet einen Pixel. Das craftet man sich dann, das habe ich schon getan, und benutzt es dann so wie jeder andere Tech auch. Danach rüstet man das hier aus, das ist dann hier, ich habe das jetzt in Slot 4 drin. Und sobald man auf dem Planeten ist, kann man das Ding benutzen. Und dafür muss ich selbstverständlich erst das Ding auswählen. Und man braucht ein bisschen Platz, um den spawnen zu können. Ne? Also um den starten zu können, drückt man dann F. Okay, jetzt mit der Aufnahme. Oh Gott, also mit der Aufnahme hat es jetzt gerade ultra rumgebackt, aber man bedenke, es ist eine Beta. Die Mods sind auch alle entsprechend nicht wirklich fertig. Vielleicht habe ich es gerade gekillt, indem ich gesprungen bin dabei. Das war eigentlich ein Trick, den ich zeigen wollte, aber das hat vorhin sehr gut funktioniert. Wenn ich mal nicht genug Platz habe, dann einfach springen und, ne? Ich versuche es nochmal ohne Springen. So, da ist er. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. So, was dieser Dozer kann, erstmal sieht er hervorragend aus. Also die Sprites sind wirklich echt schick gemacht. Die Räder bewegen sich und all sowas und hier fängt es dann auch schon an. Unabhängig vom Material, was wir hier vor uns haben, das hier ist ein Wüstenplanet, das heißt, das ist Sand und, aber dahinter kommt schon Stein. Und ich kann die Schaufel bewegen, auch wenn es nichts bedeutet. So, und jetzt fahren wir mal damit. Und dann passiert nämlich genau das. Ich weiß nicht genau, weshalb, aber dort, wo man auf dem Planeten spawnt, das kann man nicht abbauen. Das ist geschützt. Also das klappt mit dem Dozer nicht. Das macht aber nichts. Hier kann ich ihn nicht beschwören, weil nicht genug Platz. Jetzt, ich versuche es nochmal mit Springen. Also bitte Ohren zu halten. Na, diesmal hat es funktioniert. Perfekt. So. Und dann fährt man hier durch. Und das Tolle an dem Dozer ist, der baut nicht einfach nur das, was im Vordergrund ist, ab, sondern auch das, was im Hintergrund ist. Und ihr seht, es ist völlig egal, was genau das ist. Es wird in jedem Fall abgebaut. Das einzige Problem, und das habt ihr jetzt gerade auch schon gesehen, sind
weiche Sandblocks. Die kann führen dazu, dass man stecken bleibt und sich dann autonom freigraben muss. Da führt dann leider nichts dran vorbei. Also haben wir gerade ein paar Viecher vernichten, weil man ist auch nicht schadensimmun oder sowas da drin. Also man ist immer noch seiner Umwelt ausgeliefert. Und ja, das macht nichts, wie gesagt, wenn man nicht genug Platz hat, einfach hüpfen. Das Ding baut auch Bäume ab, was ich persönlich ganz besonders großartig finde. Mittlerweile, am Anfang war das so irgendwie noch ein bisschen problematisch. Nee, das ist Platin. So, jetzt haben wir hier wieder normalen Sand, der uns ein bisschen Schwierigkeiten macht. Aber da buddeln wir uns einfach so durch. Okay, nehmen mal dieses Viech da oben. In aller Seelenruhe. Womit es noch Probleme gehabt hat früher, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade noch der Fall ist, ich versuche es herauszufinden, indem ich meine Höhle entdecke irgendwo. So, erstmal genug Platz bauen, damit man einsteigen kann. Na, immer noch nicht. Ach, Sand. Da hat es gerade kurz geklappt, aber ich habe leider zweimal F gedrückt. Oh, schups. So, okay. Was noch immer schwierig war, war nämlich diese Dinger, die von der Decke wachsen. Pflanzen? Nein, es sind ja keine richtigen Pflanzen, die darunter wachsen. Ich glaube, ich sollte mal einen anderen Planeten suchen, weil ich glaube, auf einem Wüstenplaneten gibt es das jetzt nicht so direkt. Da hole ich mich mal mit meiner Butterfly-Geschichte hier wieder raus. Aber ihr seht schon, das hier ist wie gesagt eine Stufe 10 Planet. Hier sind alle Ressourcen, die es gibt. Und das Ding macht kurzen Prozess mit absolut allem. Die Idee dahinter ist eher, dass man das benutzt, um Terraforming zu betreiben. Und alles, was ich hier gebaut habe drumherum, hätte ungefähr, weiß nicht, vielleicht ein Fünftel der Zeit gebraucht, die ich tatsächlich gebraucht habe. Wenn nicht sogar noch weniger. Ich hätte mir, gut, abwärts jetzt nicht wirklich, aber seitlich hier den Berg habe ich auch komplett abgetragen. Da hätte ich mir schon echt Zeit sparen können. So, hier haben wir jetzt, hier kann ich erstens zeigen vom Blutmod. Also ist geblockt, aber ich blute dennoch. So, jetzt haben wir hier Höhlen. Dafür muss ich den Dings wieder auswählen. Ja, geh weg. Nein. So. Okay. Wasser ist nicht so das Riesenproblem. Das geht schon. Wie wir gerade gesehen haben, vorsichtig auf Giftplaneten. Planeten, die Giftwasser haben. Da habe ich sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht. Da kann man sich ganz leicht umbringen, wenn man hier so durchfährt. Und das so abbaut. Aber es ist natürlich ganz klar, weshalb das verdammt nützlich ist. Ja, einerseits kann man halt eben sehr schnell sehr ebene Flächen kreieren. Andererseits hat man halt eben den großen Vorteil, dass man sehr schnell abbauen kann. So, und hier an diesen Wurzeldingern, die da so aus dem Himmel, aus der Decke rauswachsen, gar kein Problem mehr. Auch durch Wasser kommen wir ganz wunderbar durch. Ertrinken können wir natürlich dennoch. Aber wie man sieht, ich kann hier ungestört über den Planeten fahren, außer an meinem eigenen Spawnpunkt, und kann das hier alles in aller Seelenruhe abbauen. Diese da hat es jetzt nicht mit erwischt, weil ich unten drunter lang gefahren bin und nicht genau auf der Höhe von denen war. Hier musste ich gerade eine Sekunde anhalten. Das kann auch passieren, dass man da an irgendwas hängen bleibt, da muss man kurz zurückfahren und dann weiterfahren. Ich drücke auch übrigens gar nichts, also ich brauche nicht die linke Maustaste gedrückt halten oder irgendwie sowas. Ich kann einfach mit A oder D in die Richtung fahren, in die ich abbauen will. Und ich finde das absolut grandios. Man nimmt nicht alles auf, was hier runterfällt. Erstens ist mein Inventar gerade voll, aber selbst wenn mein Inventar Platz hätte, würde ich nicht alle Sachen aufnehmen. Wenn ich unbedingt alle Ressourcen haben will, die hier liegen bleiben, also jetzt auch diese Erde und alles, dann müsste ich einfach aussteigen und den Weg zurücklaufen, aber das ist ja nun wirklich kein großer Aufwand. Dazu sollte jeder in der Lage sein. Das ist jetzt mein Heimatplanet und da könnte man sich natürlich fragen, warum entstelle ich den gerade so, indem ich einfach so ein ewig langes Loch durchgrabe. Naja gut, mit dem Patchway hat sich das sowieso, wie würde ich jetzt
nicht unbedingt machen, aber so kann man Steinbrüche simulieren. Und hast du nicht gesehen. Also ich finde das ganz hervorragend, was mit Mods möglich ist. Das nächste Mal, denke ich mal, werde ich mich mal mit einem Schiff-Mod beschäftigen. Da gibt es ja auch schon einiges. Werde mir mal einen anderen raussuchen, der mir am besten gefällt. Und ja, das war's zum Blut-Mod, zum Mini-Dozer-Mod. Es gibt noch einen großen Dozer, der aber weder mehr abbaut, noch irgendwie andere tolle zusätzliche Features bietet, die jetzt dieser Mini-Dozer nicht hätte. Also das hier ist die kompaktere und sinnvollere Variante in meinen Augen. Dementsprechend würde ich gar nicht auf die Idee kommen, den großen Dozer zu benutzen. Es lohnt sich nicht wirklich, der braucht nur noch mehr Platz zum Spawnen und damit macht man sich das Leben unnötigst schwer. Ja, also Links sind wie gesagt in der Videobeschreibung inklusive Installationsanweisung, was in beiden Fällen sehr einfach ist, einfach in das Mod-Folder von Starbound in den Steam-Ordnern und das Spiel neu starten und sie sind drin und funktionieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, wem es gefallen hat, Like da lassen, wer was zu sagen hat, kommentieren, wer es noch nicht getan hat, abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin, ciao.